Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Flaffo und wir spielen wieder ein gruseliges, unheimliches Roleplay-Game. Wieder von Arcade Kitten, ist auch Crow Scare, das wir gespielt haben. Da ist noch das dritte Ende offen, wo ich noch spielen werde, wo ich zeigen werde. Heute spielen wir It's Not Me, It's My Basement. Und ja, ich wünsche viel Spaß, gute Unterhaltung und wir gucken uns das Spiel jetzt mal an. Ambry. It's morning. I have to make breakfast. Es ist morgen und ich muss noch Frühstück machen. A little buddy hanging out with his friend. Ah, okay. Und wer bist du? Ein Freund hängt mit seinem kleinen Kumpel ab. Und du? Oh, okay, das ist dasselbe. Ein altes Spielzeugeisenbahn. Es macht nicht viel Spaß zu spielen. With as it used to be. Also, soll ich das auf Englisch machen oder? It isn't as fun to play with as it used to be. My toy box. I try to keep my toys neat. Mom likes when my toys are neat. Nothing I need from this drawer. Da ist nichts drin. Das ist der a hamper. Das ist ein Hamper. There's no use for this anymore. Okay. Das ist das Licht vom Fenster. Es ist jetzt nicht Zeit, ins Bett zu gehen. Gehen wir mal weiter. Das ist der Raum von Mom und Dad. Da können wir anscheinend nicht rein, da geht es nicht weiter. Das Badezimmer. Da muss ich jetzt gerade nicht rein. Okay. Die Treppe runter. Diese Pflanze ist aus Plastik. Wenn sie das nicht wäre, wäre sie schon lange kaputt. Ich glaube, Dad hat das gemalt. Das ist, wo er mal gelebt hat. Oder gewohnt hat. Er hat gesagt, er würde mich mal da eines Tages mit hinnehmen. Da ist nichts drin, was wir brauchen. Geht's hier weiter? Okay. Scheint das Wohnzimmer zu sein. Dad hat gesagt, er hat dieses Gemälde gemalt. Ich mag es nicht so sehr wie das andere Gemälde. Ein paar Bücher. Da hat sich, wo sich schon Staub drauf gesammelt hat. Oh, okay, unsere Pflanzen sind aus Plastik. Weil sonst wären sie schon kaputt. Ich mag es zu zeichnen, dabei Fernsehen zu gucken. Manchmal eines Tages, manchmal am Tag kann ich das tun machen. Okay. Oh, da ist noch. Ah, das ist der Fernseher. Oh, so ein kleiner Fernseher. Dad hat mir dahingestellt und hat gesagt, ich kann VHS-Kassetten anschauen am Tag. Wenn wir hier drin festsitzen. Aber nun ist er nicht hier. Und ich finde es schwierig, die VHS-Kassetten für mich anzugucken. Es macht mir Angst. Oder ich habe Angst, ich mache sie kaputt. Okay. Oh, da geht es auch noch weiter. Großes Haus.
Da ist nichts, wo ich brauche, drin, wo ich brauche. Ich kann im Moment nicht das Haus verlassen. Ich muss sie zuerst füttern. Hä? Okay. Da oben ist eine Tür, wo abgesperrt ist. Ich muss zuerst Frühstück machen. Okay. Dann gehen wir mal in die Küche. Vor allem ist es keine Musik, ne? Es ist der dritte des Monats. Okay, Kalender, was ist da? We've still got. Wir haben. Ja, Erdnussbutter. Denke ich. Okay. Jetzt habe ich Erdnussbutter. Ah, haben wir jetzt als Item Erdnussbutter. Okay. Mama hat mir immer gesagt, ich soll nicht den Ofen benutzen, wenn sie nicht dabei ist. Aber wir sind ganz alleine. Dreckiges Geschirr stapelt sich in der Spüle. Soll ich mir Brot nehmen? Zwei Scheiben müssten genügen. So, jetzt haben wir zwei Scheiben Brot. Okay. Ja, und wie machen wir jetzt Frühstück? Ah, der Kühlschrank. So. Gut, wir haben noch Chili, also Gelee. Jetzt haben wir Gelee. Das ist alles, was ich brauche, oder? Ich kann mir nur ein Sandwich machen, aber I have to do. Okay, Sandwich. Machen wir Sandwich. Sandwich ist gemacht, aber we are running low on Crockeries again. Ich muss mir eine Liste machen und dann einkaufen gehen. Aber ich muss sie zuerst füttern. Oder them. Also, wen muss ich füttern? Habe ich jetzt als Item? Okay, jetzt habe ich als Item dieses. Muss ich das den Eltern geben? Also das Badezimmer. Ja. Nee. Muss ich die füttern? Nee. Geht's da noch weiter? Nein. Da ist nichts drin, was ich brauche. I need to feed them first. Ja, wen muss ich füttern? Okay. Ah, okay. Da, wo es abgeschlossen ist, da muss ich jetzt jemandem Frühstück geben. Okay. It's breakfast time, you guys. Remember to share. Also, denkt daran zu teilen. Alle gefüttert. Es ist besser. Ah, es ist besser. Ich werde jetzt diese Einkaufsliste schreiben, dass ich auch nichts vergesse. Okay, alles aufgeschrieben. Ich denke, wir sollten nun zum Supermarkt zum Einkaufen gehen. Okay. Uff. Es sieht so aus, als ob wir ein Monster zusammenleben oder so. Oder sind das unsere Eltern, wo sich in ein Monster verwandelt haben? Muss ich hier rein? Okay. Sehr schöne Gegend. Oh, die Schaukeln sind kaputt. Kann jemanden fragen, damit sie reparieren kann. Ich hoffe, die andere Schaukel geht nicht auch noch kaputt. Das Wasser ist schmutzig.
und abgestanden. Jetzt im Supermarkt. Ne, gibt es auch nicht weiter. Ah, okay. Da lang. Wo ist hier drin? Ah, das ist der Weg. Nette Gegend. Nette Gegend. Und hier sind wir wieder. Ich hoffe, Miss Baylor hat es heute. Nette Leute. Ha, hallo? Ach, nicht der Supermarkt, sondern ein Markt. Das ist Mr. Wilson. Ein bisschen mehr Brot haben? Natürlich, natürlich, natürlich. Welche Sorte? Oh, was immer du da hast. Alles klar. Ich gebe dir einen ganzen Laib Brot. Und ein bisschen, ist das heiße Sauerteig auf Deutsch übersetzt? Aufs Haus. Das magst du doch, oder? Natürlich, ja. Danke. Alles klar, Ambers. Wie geht's dir so? Sind deine Leute, deine Familie, alles in Ordnung? Ja. Sind okay. Nicht fein, nicht alles ganz toll, aber du weißt schon. Ah, okay. Ja, du weißt, meine Kinder kommen dieses Wochenende in die Stadt zurück. Wenn deine Eltern damit einverstanden sind, wir können ja mal vorbeikommen und euch im Haus helfen und bringen mehr Brot. Oh, nein, das ist schon in Ordnung. Mom und Dad telling me they don't want. Also Mom und Dad wollen nicht, dass jemand vorbeikommt. Das ist peinlich. Okay. Nur ein Angebot, ne? Wie immer. Du weißt schon. Wann immer du was brauchst. Natürlich werde ich. Danke, Mr. Wilson. Oh, ich kann mal da jeden ansprechen. Mrs. Castello verkauft Milch und andere Frühstückssachen an dem Stand. Oh, wie weit wird denn das? Wie weit gehen wir jetzt? Lucille. Oh, Embry. Du bist wieder zurück. Guten Morgen. Guten Morgen, Lucille. Kann ich ein bisschen Gelee haben? Oder Marmelade? Was immer du da hast? Was immer sie da haben? Du weißt, normalerweise frage ich ja, to say please. Aber du bist irgendwie seltsam. Besonders. You don't go to. Sorry, I don't know where I was going with that. Boom. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme gerade. Ich habe das hier für dich. Dankeschön. So, Amber. Das ist die dritte Woche in Folge, wo du vorbeikommst und so angezogen bist. Oh, ich mag mein Outfit, so wie es ist. Du weißt schon, deine Ma und dein Pa. Wenn die irgendwie Hilfe brauchen bei der Wäsche oder so, nicht, zögere nicht. Meinst du, ich rieche schlecht, Lucille? Oh nein, natürlich nicht. Ich wollte nur sagen, du weißt schon. Alles klar. Die werden wieder zurückkommen, sobald sie sich von ihrer Krankheit erholt haben. Mhm. Okay, yeah. Ich hoffe, denen geht's bald besser. Ja, ich auch. Danke, Lucille. Oh,
dem Breakup-Tal ist er sehr glücklich, ne? Esther verkauft Blumen. Brauche ich nicht. Aber ich vermisse den Garten von Mar. Du hast nichts heute. Irgendwas heute, oder? Miss Baylor. Afraid not, kiddo. Oh. Das ist jetzt der dritte Einkaufs. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier einkaufen gehe in Folge. Einkaufen möchte. Es ist immer noch nichts da. Ich weiß, ich weiß. Aber du weißt, ich hab. Wenn ich irgendwas habe, dann werde ich es dir geben. Hast du wirklich nichts? Schau, Kind. Alles, was ich brauche, was ich habe, ist schon verkauft. Ich muss eben Leute durchfüttern. Du verstehst? Aha. Schau, Kind. Ich verspreche dir, das nächste Mal habe ich extra was für dich. Alles klar. See you later. Wie gut. So, das ist alles, was ich brauche, für das ich gekommen bin. Ich denke, da. Es gibt hier nichts mehr für mich zu tun. Ich muss nach Hause. Ich kann die anderen nicht nochmal ansprechen. Warum haben die alle so schwarze Gesichter? Ich kann hier nicht weiter. Da wird Honig verkauft. Ich mag Honig, aber es ist zu sticky to bring home. In the way right now. Ah, okay. Gut. Kann man da runterlaufen? Ja, okay. Müssen wir wieder nach Hause. Schnell zu Hause. So, alles ist aufgeräumt. Oh, es wird dunkel, oder? Oh, ich muss ihnen wieder was zu essen geben vor Dinner. Es wird aber schnell dunkel in dieser Welt. Wir sind doch gerade erst aufgestanden, oder? Ich muss sie füttern, bevor ihnen was zu essen geben, bevor es dunkel wird. Ich hoffe, die sind nicht zu hungrig nach diesem Morgen. Sie essen mehr, als sie brauchen. Aber es ist so viel Essen da, wie ich nur mal auf dem Markt nachfragen kann. Wenn ich nach mehr frage, dann werden die Leute wahrscheinlich sich wundern und misstrauisch werden, was hier los ist. Du isst ja so viel. Ich kann das schlecht irgendwie für mich behalten. So, Dinner ist ready. Das ist es. Dinner ist das Abendessen, oder? Oh, wo muss ich jetzt mal hin? Ich hab's vergessen. Ah, da wo abgesperrt ist. So, it's dinner time. Abendessen. Hey, dinner time! Wirft Embry das einfach so runter? Ach, du Schande. So, Dinner ist vorbei. Also ich habe eine Theorie. Unsere Eltern oder die Eltern von Embry haben sich in Monster verwandelt und sind jetzt im Keller eingesperrt und werden von ihr gefüttert. Ich bin müde, ich muss ins Bett gehen. Willst du noch ein bisschen malen? Okay. Eines Tages kann ich das vielleicht wieder machen. Was ist mit dem Zimmer hier? Und was ist da? Ich kann auch nicht weggehen. Warum bittet Embry die Leute nicht um Hilfe? Was ist da los? Okay, das ist unser Zimmer. Jetzt gucken wir mal nochmal in die anderen. Kann man nicht in die anderen Zimmer rein? Warum gehe ich nicht ins Bad? Nee, da traue ich mich nicht rein. Das sind unsere Eltern da im Keller, oder? Oh, Mom spricht.
du, wie einfach es ist? Ah, das ist jetzt eine Rückblende vielleicht. Sie wachsen so schnell. Und ich dachte, wir müssten für immer warten. Es ist unglaublich einfach für eine Blume richtig zu wachsen, wenn sie richtig gepflegt wird. Aber man muss vorsichtig mit ihr sein, natürlich. Weil es ist sehr leicht für eine Blume zu blühen. It is just an easy to wilt and wither again. Ohne ein konstantes Auge oder einen Blick auf die Dinge ist es sehr einfach für eine Blume zu verwildern. Du musst dich immer daran erinnern, auch für die kleinen Dinge sich zu kümmern. Denn ohne Care, also ohne sich zu kümmern, wird der ganze Garten verwildern oder kaputt gehen. Oh, okay. Es ist mitten in der Nacht. Etwas hat an der Tür geklopft. Das haben sie noch nie gemacht. Ich sollte das mal auschecken. Oder? Oder? Nein, ich will wieder ins Bett. Moment, kann ich irgendwas mitnehmen? Kann ich irgendwas? Nee. Okay, da kann ich nicht rein. Ich denke mal, wir müssen da runter, ne? An welcher Tür war das jetzt, die Tür, wo die Monster drin sind? Tatsächlich. Oh je. Sie sind hungrig. Aber was soll ich jetzt tun? Ich hab's doch schon gefüttert. Und ich habe versucht, so viel wie möglich Essen zu sparen, wie ich konnte. Aber wenn die jetzt hungrig sind, ich kann sie doch nicht einfach hungrig lassen. Oder irgendwie was anderes. Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie nochmal zu füttern oder ins Bett zu gehen wieder. Wir füttern sie. Okay, fein. Ich gebe ihnen ein bisschen mehr zu essen. Aber mehr geht da nicht mehr. Außerdem ist Schlafenszeit. Nein, nein, ich kann das nicht. Ich brauche das noch fürs Frühstück morgen. Sonst ist nichts mehr da. Okay. Das sollte genug sein für sie. Hoffe ich. Es ist morgen. Ich muss Frühstück machen. Und ich muss noch, was ist Chores? I have also do Chores today. What Chores I'm doing today? Was ist Chores? Ich muss eine Liste machen, so wie Mutter es immer gemacht hat. Verändert sich da irgendwas? Hier? Wieder Frühstück. Frühstück, Frühstück. Was soll ich jetzt fürs Frühstück machen? Ich nehme einfach das, was da ist. Brot von gestern und Gelee. Haben wir noch Butter oder sowas? Ja, ich mache einfach ein Sandwich. Und
ganz einfach, ich hoffe, das wird genug sein und nicht wieder zu Fokus führen. Okay, Butter. Da hängt ein gemaltes Bild an der Tür, an der Kühlschranktür. Dieses Bild habe ich. Das sollte für immer an der Kühlschranktür hängen. Mom und Dad haben mir erzählt, dass ich eine große Künstlerin bin. Und ich habe mein Bild signiert. Und hier verewigt. Jetzt noch kein Datum mehr. So, jetzt haben wir Brot. Und nun machen wir wieder Essen. So, Frühstück schon wieder. Isst sie denn nichts? Aber da ist noch etwas, was ich machen muss. Nochmal. Ich habe irgendwas vergessen. Was habe ich vergessen? Was ist in den Items drin? Jelly? Brauche ich noch Jelly? Da ist nichts drin. Den Ofen darf ich nicht benutzen. Da ist nichts. Okay, was muss ich noch machen? Was muss ich noch machen? Was muss ich noch machen? Den nochmal angucken. Ich denke, da ist noch etwas, was ich vergessen habe. Was denn? Was muss ich noch machen? Would be better toasted. Okay, jetzt hänge ich. Would be better toasted. Ja, aber wenn ich das nicht machen darf, was kann ich jetzt machen? Ah, es ist heute der 4. des Monats. Ich habe vergessen, das aufzuschreiben. Ah, jetzt. Ich habe nochmal zum Kalender gucken müssen. Heute ist der Markt. 4 Monate. Ah, heute sind es 4 Monate, seit es passiert ist. 4 Monate. Seit die Monster gekommen sind. 4 Monate.
seit sie hier leben. 4 Monate. Wo ich sie hier füttere. Damit sie mich nicht essen. So wie sie sie gegessen haben. Okay, die Monster. Monster haben die Eltern gegessen. Oder? Ich muss hier bleiben. Und für die Dinge sorgen. Ich bin die Einzige, die das kann. Versuche das Haus sauber zu halten. So sauber, wie ich es kann. Aber ich kann nicht alles selbst sauber machen. Ich weiß nicht, wie man manche Sachen sauber machen kann. Ich versuche für gewöhnlich die Fenster zu putzen. Das Haus wird nämlich ziemlich dunkel und düster, wenn es nicht sauber ist. Das hat mir Mutter erzählt. Meine Eltern. Die Nacht, wo sie erschienen. Die Geräusche, die man gehört hat. Es hat sich angehört, wie wenn sie aufgegessen wurden. Aber ich habe es nicht gesehen. Es ist eigentlich nur das, wie ich denke, was passiert ist. Aber seitdem ich es nicht gesehen habe, was passiert ist, ich denke, dass vielleicht waren sie es ja gar nicht. Vielleicht soll ich einfach hier warten auf sie, bis sie zurückkommen. Ich weiß nicht. Es ist alles so verwirrend. Ich einfach. Oh. Soll ich es irgendeinem Erwachsenen erzählen? Was soll ich erzählen? Take it day by day. Das ist, was ich mache. Ich meine, es funktioniert doch, oder? Ich bin okay. Und solange ich diese Dinge da unten lasse und sie füttere, ist doch alles andere, wird doch alles andere okay sein. Ebenfalls okay sein. Es gibt nicht so viel zu tun im Haus, zu Hause, ohne Mom und Dad. Ich lese viel. Ich wünschte, ich könnte so sein wie die Kinder in den Büchern. Weil vielleicht, ich weiß, was ich tun sollte. Die Tür schon wieder? Aber es ist doch noch gar nicht Zeit, normale Fütterungszeit. Mom, Ambry? Bist du da? Mom? Ambry, es ist okay. Mom, du... Ich weiß. Du brauchst keine Angst zu haben. Alles ist jetzt besser. Du kannst die Tür aufmachen. Okay. Sollen wir die Tür aufmachen oder sollen wir einfach ruhig bleiben? Nein. Du bist nicht meine Mutter. Was soll das heißen? Wenn du meine echte Mom bist, dann erzähl mir etwas, was nur sie wissen kann. Du wirst also die Tür nicht aufmachen? Wirklich? Naja, nach all dem, was ich für dich getan habe?
Stopp das! Hör auf! Meine Mom, meine Mutter würde nie so mit mir reden. Nicht nach all dieser Zeit. Dad. Also gut, Kind. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Mach die Tür auf, bevor ich richtig wütend werde. Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Vater würde mich nie so anschreien. Wie hast du nur so gelernt, so zu reden wie er? Ich werde die Tür nicht aufmachen. Ist das jetzt vorbei? Ambry? Bitte lass mich raus. Oh, da ist jetzt, spricht jetzt jemand auch mit ihrer Stimme. Ich hab's genug davon. Warum klingst du so wie... Ich hasse das! Und ich hasse dich auch! Sollen wir das noch weitermachen? Mach einfach die Tür auf. Monster. So nennst du uns also? Deswegen willst du die Tür nicht aufmachen? Wie kannst du nur solche Dinge sagen? Wie kannst du nur so mit uns umgehen? Hast du wirklich dich selbst so sehr? Was redest du da? Du redest nur Unsinn. Was willst du? Ich füttere dich, füttere euch. Ist das nicht genug? Was wollt ihr noch von mir? Ich will raus. Ich will raus. Ich will raus. Lass uns raus. Ich brauche frische Luft. Es ist okay. Alles ist okay. Ich habe sie nie sprechen gehört. Ich habe nie gedacht, dass sie das können. Die sind klüger, als ich gedacht habe. Es ist schlecht. Aber was soll ich jetzt tun? Soll ich sie verhungern lassen? Nein. Was sag ich? Was rede ich denn da? Wenn ich sie hungrig lasse, dann ist das Einzige, was sie tun können, was sie essen können. Aber wenn ich sie weiter füttere, so wie bisher, dann... Nein. Nein, es ist okay. Ich werde was ausprobieren. Ich werde sie einfach weiter füttern. So wie ich es die ganze Zeit mache. Reden und füttern. Es ist Abendessenszeit. Kommen wir nochmal in die Stadt runter. Okay, nee. Der Busch hat nichts, die Schaukel. Ist mit der Schaukel nochmal irgendwas? Nee, das ist nicht dasselbe. Oh, kann man da hoch? Na, toll. Irgendwo weiter.
Kann man zum Fenster reingucken? Nö. Ah, okay, da geht's in den Raum. Da ist auch das ist eine Tür, warum ist die immer zu? Das ist auch irgendwie seltsam. Oh, ich hab irgendeinen Verdacht. Sie mag ja dieses Bild nicht. Hat das irgendwas mit einem Fluch oder mit einem Monster zu tun? Okay, es ist Dinnerzeit. Ich muss. Ich hoffe, das versuchen die nicht nochmal. Oder? War das jetzt richtig übersetzt? Sie haben nie den Käse. Heute wird es schwierig. Angerührt ist. Heute wird es schwierig. Was zu passt, zu passt, zu gut, heißt das verschimmelter Käse? Manche mögen ja Schimmel auf dem Käse. Ich werde es ihnen einfach geben. So, du hast Käse. Da ist nichts drin. Nö. Kann ich denen jetzt den Käse einfach geben? Nee, warte mal. Das. Hä? Sie sind still. Sie fragen gar nicht nach dem Dinner-Time. Ich werde es einfach runterwerfen. Okay. Ich habe sie gefüttert. Das ist okay. Alles ist fein. Okay. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Okay. Mal meine Küche gucken. Na, nix. Ist da irgendwas anders? Ist der vierte Monat? Also man kann nochmal. Ah, aber wir haben den Käse doch schon gegeben. Dann haben wir eben nochmal auf das Bild gucken. Ego, was hat das zu bedeuten? E-G-O. Okay. Hat vielleicht auch irgendeine Bedeutung. Also jetzt gehen wir ins Bett, es wird dunkel und ich denke mal in der Nacht ist dann die Action los, ne? Ich probiere auch immer wieder die Tür an. Warum muss ich nicht ins Bad? Hat. Okay, Zeit ins Bett zu gehen. Oh, jetzt reden wir mit Dad. Jetzt träumen wir vom Vater. Ich hab dir doch gesagt, es ist einfach, oder? Ha! Moment, warum hat ein Dad Hörner? Das macht Spaß. Gut. Das ist es, wie man sich fühlen sollte. I feel work up, dann mache ich ein Brainstorming für das nächste Bild, das ich malen möchte. Und ich weiß, selbst an den schlimmsten Tagen, ich fühle mich besser, wenn ich was malen kann. Werde ich jemals so gut malen können wie du? Du kannst das schon. So, wie du magst. Echt? Mhm. Da gibt es jetzt etwas ganz Wichtiges, was man wissen sollte über das Malen. Es ist wahr, wenn du einen Fehler machst,
Da kannst du es einfach übermalen. Das ist die Wahrheit. Aber du kannst etwas nur so lange übermalen, bis es schmutzig und kaputt aussieht. Deshalb solltest du dir sicher sein, genau sicher sein, was du machen möchtest. Wie auf dem Bild, damit es nicht am Ende ruiniert ist. Sie klopfen schon wieder an die Tür. Das ist die zweite Nacht in Folge. Werden die jetzt ausflippen? Oh je, wir müssen runter, ne? Kann ich nicht meine Stofftiere mitnehmen? Oh. Aber was sollen wir jetzt machen, wenn wir jetzt runtergehen? Wir haben nichts mehr zu... Oder warte mal, haben wir noch... Doch, wir haben noch Käse. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Embry wird sauer. Sie hat keine Angst, sie wird eher sauer. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß, dass Essen nicht das Einzigste ist, was sie brauchen oder so wollen. Aber Essen bringt sie wieder runter. Und ich muss sie irgendwie runterbringen. Also beruhigen. Aber mit der Menge, wie sie essen, was soll ich tun? Also ich habe eine Theorie, wenn ich die jetzt nochmal füttere, dann werden sie wieder ruhig, aber dann haben wir am nächsten Tag gar nichts mehr. Können wir dann nochmal einkaufen gehen? Oder nicht? Was passiert, wenn wir ins Bett gehen? Ich füttere sie nochmal. Nur ein bisschen noch, damit sie wieder sich beruhigen. Damit ich wieder ins Bett gehen kann. Oh, die haben ja so wenig zu essen. Ich kann es nicht glauben. Ich habe doch nicht so viel gegessen. Damit sie das Eis haben können. Sie. Wie dies. Aber es ist okay. Es ist morgen. Ich muss Frühstück machen. Wie viel Essen ist noch da? Oh, ich werde zum Markt gehen müssen nachher. Vielleicht gibt es heute mal Fleisch. Ich denke, das ist das, was wir am meisten brauchen. Aber ich muss ihnen Frühstück geben, bevor ich das Haus verlasse. Aber ich habe doch nichts mehr. Habe ich denn Käse jetzt noch im Item? Nee. Ja, okay. Also normalerweise vermeide ich es, ihnen Cerealien, also Müsli oder Cornflakes zu geben, aber das ist nicht leicht zu transportieren. Ich muss es in eine Box tun, alle Boxen. We have run this low, haven't we? Ich war gerade auf dem Markt, es ist alles so... And each visit is closer together than the last. There's what's the thing Dad would say. Das ist das, was Dad sagen würde. Eating out of house and home. Ich habe keine Wahl. Nachdem ich sie gefüttert habe, muss ich definitiv zurück zum Markt heute.
hoffe, das wird reichen fürs Frühstück. Cerealien. Ah, man kann bloß noch aufs Bild gucken. Also im Kühlschrank ist nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Muss ich noch auf den Kalender gucken. Es ist der 5. des Monats. Ah. So, da sind wir wieder. Sind nur Cerealien. Sollte genug sein fürs Frühstück. Dieses Geräusch. Ich frage mich, ob wir noch dann sehen, wie die Monster aussehen. So. Ich soll jetzt besser gehen. Zumal lasse ich genug fürs Abendessen. Aber. Dieser Weg hier, der ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum sind wir da nicht direkt auf dem Markt oder wird hier auch irgendwann, vielleicht kommen die Monster dann raus und wir müssen hier irgendwie dann wegrennen oder sowas. Ja? Oh je. So, da bin ich wieder. Ich muss mal mit Mrs. Baylor reden. Wenn sie heute Fleisch dabei hat, dann muss ich sicher gehen, damit ich da etwas davon abbekomme. Ich werde sie anbetteln, dass ich was davon bekomme. Bitte, Miss Baylor. Ich gebe dir alles. Ich nehme alles. So, wo ist Miss Baylor? Da. Miss Baylor? Embry, guten Morgen. Oh. Sie sehen heute so glücklich aus. Sieht man das an meinem Gesicht an? Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe gute Neuigkeiten für dich heute. Gute Neuigkeiten? Für mich? Heißt das, Sie haben Fleisch für mich heute? Oh, nein, nicht so genau. Es ist eine andere Art von guten Neuigkeiten. Oh. Was ist es dann? Sieh mal. Da gibt es einen Arzt, der ist so ein Traveling-Doktor, also ein Arzt, der wo halt unterwegs ist, von Haus zu Haus geht und wird mobiler Arzt, mobiler Doktor und der wird die Stadt heute besuchen. Doktor? Ich habe gehört, er soll richtig gut sein. Also so richtig gut, ja? Ich weiß, du sagtest, Ärzte haben deinen Eltern nicht helfen können oder können deinen Eltern nicht helfen, aber er kann es vielleicht. Ja, ich denke, ich werde versuchen, ihn nachher zu finden dann. Oh, das ist doch nicht nötig, danach zu gucken. Ich sehe ihn gerade mit Mr. Wilson reden. Oh, wirklich? Warum gehst du nicht hin und redest mit ihm? Oh, ich bin einfach so aufgeregt für dich. Ich freue mich so für dich. Ich werde von hier aus gucken. Geh ruhig hin. Stell dich ihm vor. Okay. Sie nicht so glücklich darüber. Ah, das scheint der Doktor zu sein. Hallo? Ah, Embry. Du kommst gerade richtig. Ich bin sicher, Miss Baylor hat gerade von dir erzählt. Das ist Dr. Delight. Delight? Oh! Leute, der kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Der einzig wahre Dr. Delight. And I'm quite a delight, if I do say so myself.
So, du bist Embry. Die Leute hier haben schon erzählt, du brauchst ein wenig Hilfe. Und es freut mich, dich kennenzulernen. Sie sind Arzt? Natürlich. Sie sehen aus wie ein Clown. Embry. Also, hör mal. Ein Clown? Oh. Ich denke, ich hoffe, dass ich auch lustiger bin. Embry, warum stellst du dich nicht vor und Dr. Delight vor und auch ihn auch deinen Eltern vor? Wenn jemand den helfen kann, dann kann er das. Ja, natürlich. Ich werde mein Bestes tun. So, gehen wir. Zeig mir den Weg. So, ja, dann gehen wir mal mit Dr. Delight. Das ist ja ein lustiger Geselle. So, das ist der Weg zu deinem Haus? Ist ein bisschen quiet. The secret to walk through. Mr. Delight? Ah, ich bin Doktor. Ja. Ich wollte das nicht vor den anderen sagen, aber Sie sollten gehen. Sie können mir nicht helfen. Hey, sag sowas doch nicht. Ich bin sicher, was immer für ein Problem deine Familie hat, ich denke, wir können das regeln. Embry, warum gehst du immer alleine zum Markt? Du gehst immer alleine zum Markt? Ja. Ist das wichtig? Ach, nur so. Es ist nur sehr ein weiter Weg für ein Kind, so ganz alleine zu laufen. Sag nur. Ich bin es gewohnt. Ah, dieser lange Weg ist für diesen Dialog vorgesehen. So, Embry. Was magst du tun? Meinst du das? Was machst du gerne? Was sind deine Hobbys? Bist du eine Künstlerin? The stains on your apron sind. Ah, die Flecken auf deinen Kleidern. Das sieht irgendwie so danach aus. Ich bin nämlich auch ein Künstler. Weißt du? Oh. Nix. Pardon? Ach, ich tue wirklich nichts anderes. Ich lese manchmal. Oh. Und was liest du gerne? Nix. Ich verstehe. So, wir sind noch auf dem Weg. Warum erzählst du nicht ein bisschen was über deine Eltern? Meine Eltern? Ja. Wenn ich ihnen helfen soll, dann soll ich schon ein bisschen was über sie wissen, oder? Oder? Do you know what's up? Weißt du, was ihnen vielleicht fehlen könnte? Deine Eltern. Mir wurde erzählt, sie wären sehr krank. So krank, dass sie das Haus nicht verlassen können. Nur du. Du siehst gut aus. Also mit dir ist schon alles in Ordnung zu sein. Es war nur. Ich wundere mich. Ich würde gerne wissen, was ich wissen sollte, bevor ich sie treffe. Ich mache mir da keine Sorgen. Okay. Verstehe. Entschuldige, dass ich unangenehme Fragen gestellt habe. Weißt du, so zu Fuß zu gehen, ist gar nicht so schlecht. Es ist
ist sehr schön, so in der Natur spazieren zu gehen. Ja, ich denke auch. Nur, ich denke, also es überrascht mich, dass du diesen ganzen Weg ganz alleine gehst und dass du hier keine Angst hast, dass die Monster aus den Wäldern kommen oder aus dem zwischen den Bäumen hervor. Emry, alles in Ordnung? Hä? Ach, sorry, es ist nur, du hast irgendwie ein bisschen komisch geguckt. Ich bin okay. Ja? Keine Angst. Hä? Du siehst aus, wie wenn du ganz schön unter Stress stehen würdest. Wenn die Eltern so krank sind, dann ist das Kind ja derjenige, wo sich, dasjenige, wo sich um die Eltern kümmert. Das muss ganz schön schwer sein. Och, bitte mach dir keine Sorgen. Ich werde tun, was ich kann, um dich wieder in ein normales Leben zurückzubringen. Sei still. Hä? Ich habe gesagt, sie können mir nicht helfen. Sie sollten einfach gehen. Hä? Soll ich es nicht wenigstens versuchen? Willst du sie wirklich sehen? Ja. So, hier sind wir. Schönes Haus. Sehr gemütlich. Ja, natürlich. Was ist denn das für ein Raum? Das? Ach, das ist das Esszimmer. Mama hat es immer gehasst, weil es immer so weit weg von, weil es so weit weg von der Küche ist. Und sie die ganzen Möbel dann irgendwie umgestellt hat. Ja. Ah, jetzt erzählen wir auch was über die anderen Räume. So, er fragt nach den Räumen. Oh, ist das ein Fernseher? Ja. Ich bin beeindruckt. Das ist ganz schön, das ist ein ganz schön seltenes Teil. Ja, ich erinnere mich, dass ich sehr glücklich bin, das bekommen zu haben. Ja, du hast wirklich Glück damit. Funktioniert ja? Ich denke schon. Aber die Kassetten. Need to be rewound again. Oh, faszinierend. Vielleicht sollte man ihm erst unsere Sachen zeigen. Ist das deine Arbeit? Ja. Warum? Ja, das ist schön. Oh, danke. Sollen wir ihm erst das Haus zeigen? Oder er läuft überall mit, ne? Oh, wir zeigen ihm mal das Bild. Das muss ein Bild von dir sein, wo da an dem Kühlschrank hängt. Ja, das habe ich gemacht. Das war schon lange her. Ich sehe es. Das in der Mitte bist du und das sind deine Eltern auf beiden Seiten, gell? Ja. Oh, das ist süß. Ein sehr schönes Bild. Was ist, wenn ich ihm den Kalender zeige? Du zählst die Tage? Ja. Machen das nicht alle Leute, die meisten Leute? Ja, natürlich, aber das machst du alles selbst? Woher wissen Sie das? Weil alle, weil jeder Tag mit Wachsmalstiften markiert ist. Ja, weil das ein Kind macht, ne? Gehen wir auch mit ihm hoch? Nee, wir gehen jetzt gleich mal dahin. Und gucken mal, was passiert.
Ui, das ist aber ganz schön schwer abgeschlossene Tür, verschlossene Tür. Was ist denn dahinter? Ich denke, das willst du nicht wissen. Embry. Sind Sie da drin? Können wir die Tür aufmachen? Was? Nein! Hey, alles gut? Kannst du, erzähl mir doch, warum ist das abgeschlossen? Abgeschlossen? Ich weiß nicht, was da unten ist. Aber was immer es ist ziemlich schlecht. Und wir können die Tür nicht aufmachen. Embry, du. Schau, ich habe dir alles erzählt. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie mir nicht helfen können. Aber ich möchte es doch versuchen. Sie werden nicht gehen, bevor ich die Tür aufgemacht habe, oder? Okay. Ich werde die Tür aufmachen. Ich muss nur. Gibt es da noch was? Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe sie doch immer bei mir gehabt, die Schlüssel. Habe ich sie auf dem Markt verloren oder so? Soll ich die zum Markt zurückbringen? Ich vielleicht. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht. Warum sollten wir nicht? Warum gucken wir nicht hier einfach? Warum suchen wir nicht hier? Wir können ja zum Markt gehen und das checken, wenn wir sicher sind, dass sie nicht hier irgendwo rumliegen. Ich denke, einer der Marktbudenbesitzer würde was sagen, wenn er gesehen hätte, dass du die Schlüssel verloren hast. Gutes Argument. Okay, wir gucken mal hier, denke ich. So. Ah, jetzt müssen wir hier Schlüssel suchen. Er läuft die ganze Zeit mit. Ist dieser Dr. Delight? Das ist doch eine Figur, wo wir auch bei Crowscare gesehen haben, oder? Was ist in dem Raum? Das Badezimmer. Musst du da rein? Ach, Badezimmer vielleicht auch als Toilette zu übersetzen. Nein, danke, dass du nachfragst. Oh, jetzt gucken wir mal da. Was ist in dem Raum? Mom und Dads Raum. Also, dass es benutzt wird. Ah, ich verstehe. Gehen wir mal in unseren Raum. Da sind nicht viele Kleider drin. Ja, es ist einfacher, die einfach anzubehalten. Aber werden deine Kleider nicht schmutzig? Was ist, wenn du eine Dusche brauchst? Ich wasche meine Kleider einfach während der Dusche. Oh, ich verstehe. Okay, jetzt wird's aber richtig seltsam. Weird. War das. Oh, hast du ihn gefunden? Ja, ich habe ihn gefunden. Aber das macht gar keinen Sinn. Ich habe den Schlüssel nie hierher getan. Nicht, dass ich mich erinnere. Oh, aber ich denke, es ist gut, dass du ihn jetzt gefunden hast. Wie auch immer. Ja, ich denke auch. Okay, also. Wir haben ja immer den Schlüssel, sie hat ja immer den Schlüssel bei sich gehabt anscheinend. Sonst hätten wir ja sie nicht, hätten wir die Monster oder was das auch immer ist, nicht füttern können. Und dann war sie auf dem Markt und jetzt sind die Schlüssel plötzlich hier. Das ist komisch. Oh, ein Spielzeug, Eisenbahn. Hast du schon mal echte Züge gesehen? Nein. Du? Sie? Ich muss ab. Das ist ein Kind, das ist der Doktor. Den Doktor sieht man. Oh, viele Male.
Ich fahre oft mit denen in der Gegend rum. Ich verstehe. Sind sie kühl oder cool? Ah, cool im Sinne von cool. Ja, die sind sehr cool. Haha. So, jetzt zeigen wir ihm noch unsere Stofftiere. Was ist das? Ein Freund, der mit seinem Kumpel abhängt. Aha, okay. Ja, jetzt haben wir einen Schlüssel, den Doktor im Schlepptau. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Doktor kann uns helfen, oder der Doktor wird jetzt aufgefressen und wir sind dann wieder alleine mit den Monstern und dann war es das. Jetzt bin ich mal gespannt. Alright, dann mache ich mal die Tür auf. Oh, das ist aber ein langer Weg dann runter. Wo ist der Lichtschalter? Der ist ganz unten an der Treppe. Aber ich denke, das Licht ist schon lange ausgebrannt. Oh, ich verstehe. Dann gehen wir mal. Was? Ich habe gesagt, wir können die Tür aufmachen. Ich habe nicht gesagt, dass wir da runtergehen. Was meinst du? Natürlich gehen wir da runter. Darum geht's doch, oder? Nein. Du kannst nicht. Henry, lass uns da runtergehen. Nein. Bitte. Oh Mann. Sieh dir das an. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Oh, der lustige Doktor. Oh. Geh mal ins Bett. Hallo. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Das war lauter wie die anderen Male zuvor. Ich muss das checken. Die Tür ist auf. Die Kellertür ist ja auf. Ich habe sie nicht aufgemacht. Ich habe sie definitiv abgeschlossen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Oh, guckt mal. Das hier hat es vorhin auch so geguckt in die Richtung. Ach du Schande. So. Wie kann das sein? Okay, was soll ich tun? Gehen wir einfach zurück ins Bett oder gehen wir die Treppe runter? Wir gehen die Treppe runter, oder? Ich habe keine Wahl. Ich muss da runtergehen. Wenn ich nicht gehe. Es ist okay, es ist okay. Wo wir hätten auch einfach ins Bett
gehen können. Aber was wäre dann passiert? Wenn wir dann... Oh je, oh je. Oh, ihr habt aber einen tiefen... Oh je. Werden wir dann gefressen oder so? Ich kann hier auch gar nichts angucken. Oh. Oh. Willst du dazu nichts sagen, Ambry? Ich hab da mal einen großen Keller, der ist ja größer wie euer ganzes Haus. Oh. 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 Das sind das wir? Ist das Ambry selbst? Du. Ambry? Du... Warum siehst du so aus wie... Du siehst überrascht aus. Verstehe nicht warum. Ich dachte nur, du realisierst, du und ich, wir sind dasselbe. Nein, sind wir nicht. Das kann nicht sein. Kann's nicht? Warum nicht? Oh. Stimmt. Es ist, weil... Du denkst, wir sind Monster. Und dass das nicht du bist. Nicht wahr? Du bist kein echtes, du bist kein Monster. Das ist doch, was du denkst, oder? Monster, Monster, Monster. Wir sind Monster, aber du nicht. Nicht wahr? Das macht doch Sinn. Du bist kein Monster. Du hast den Doktor die Treppe runtergestoßen. Was redest du da? Nein, habe ich nicht. Er ist gefallen, er ist gestürzt. Ich wollte ihn noch aufhalten, aber er ist gestolpert, er ist gestolpert. Ich hab ihn nicht gestoßen. Aber du hast doch die Tür für ihn geöffnet, nicht wahr? Du hast die Tür geöffnet. Und dann gebeten, nicht reinzugucken. Oder? Hast du das nicht getan? Er wäre nicht gestolpert, wenn du ihn einfach hättest gehen lassen. Er wäre nicht gestolpert, wenn du mit der Tür nichts gemacht hättest. Er wäre nicht. Es wäre nichts passiert, wenn du ihn einfach reingehen gelassen hättest. Und vielleicht... wäre er von Anfang an so hier gewesen, wenn du nicht das Monster wärst.
Warum hast du ihn mit hierher gebracht? Oh, Embry. Was tust du nur mit dir selbst? Was tust du hier die ganze Zeit? Füttern? 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 Und wofür? Ich glaube, du fütterst mich. Weil dir das gefällt. Du fühlst dich dadurch besser, nicht wahr? Du fütterst mich. Und dann fühlst du dich besser. Du fühlst dich sicher. Nichts kann dich verletzen. Und du weißt, das lustige Ding darüber ist, die lustige Tatsache darüber ist, Tag für Tag. Je mehr du mir zu füttern gibst, zu essen gibst, bin ich immer hungrig. Okay. Es war nur ein Albtraum. Ein sehr langer. Es war lang genug. Okay. Hat sich nichts geändert? Da können wir immer noch nicht rein. Ins Bad. Hat sich nichts geändert. Auch die Pflanze ist nichts. Also sie denkt, sie hat nur geträumt. Okay. Okay, da sagt sie auch nichts anderes dazu. Da ist nichts mehr, es ist nichts mehr zu essen da. Es ist nichts mehr zu essen da. Also, Kalender auch nicht. Also, ja, das Bild. Vorhin haben die Augen in die Richtung geguckt. Jetzt guckt es wieder so. Okay. Was machen wir jetzt? Müssen wir... Okay. Okay. Das ist... Also das war... das war... It's not me, it's my basement. Ja, interessant. Ich frage mich, ob das Spiel auch einen anderen Verlauf gehabt hätte, wenn man jetzt... Ja, wenn man jetzt sich anders irgendwie anders entschieden hätte, zum Beispiel einfach ins Bett gegangen wäre oder so. Zum Schluss habe ich jetzt noch gedacht, es kommen vielleicht irgendwelche Geräusche, so Fressgeräusche, dass dann auch Embry aufgefressen wurde, aber es war ja sie selbst. Also es gibt jetzt viel, also da gibt es jetzt viel Raum für Theorien, für Spekulationen. Also ich denke, es könnte sein, Embry, ja, keine Ahnung, ich hab absolut keine Ahnung, ist es vielleicht eine Metapher, dass sie sich selbst irgendwie hasst und jetzt am Ende hat sie sich umgebracht oder so, oder, weil sie hat ja sich selbst in dem Keller getroffen, gesehen, oder es war vielleicht wirklich ein Monster und das andere war nur ein Traum und weil jetzt nichts mehr zu essen zu Hause war, hat sie sich selbst geopfert.
Es lässt viel Raum für Spekulationen und für Theorien. Warte mal, ich setze mich mal dahin. Also das war It's not me, it's my basement. Checkt unbedingt den Entwickler, also die Entwicklerin des Spiels aus. Arcade Kitten sie macht wirklich einen richtig interessanten Style, richtig liebe Geschichten. Schreibt mal eure Theorien in die Kommentare. Und ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Horror Game oder Fantasy Game wieder. Und ja, wünsche euch eine gute Nacht, ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Schlaf gut und geht jetzt erstmal was essen. Also ich werde was essen. Ich habe Hunger. Aber nicht im Keller. Bis dann. Tschüss.